Hallo, liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Surviving Mars. Wir haben am Ende der letzten Folge, oder ich habe festgestellt, dass wir das gleiche Problem mit den Maschinenteilen wie mit den Nahrungsmitteln haben. Also, dass einfach nur ein automatisiertes Lager halt nicht unbedingt dazu beiträgt, dass wir alle Gebäude entsprechend versorgen können. Und deswegen habe ich jetzt gerade mal angefangen, überall noch ein paar von den Lagern zu bauen. Jetzt endlich haben wir jetzt hier auch den Metallextraktor. Das ist ja schon mal gut. Dann kriegt der noch einen Stromanschluss. Und dann können auf jeden Fall hier auch endlich Leute drin arbeiten. Das heißt aber, dass die Universitäten jetzt eigentlich wieder was zu tun haben müssten. Nee. Okay, einen Obdachlosen haben wir noch. Ich guck gerade mal in die Grafen rein, wie es... Halt, da habe ich mich verklickt. Ei! Hilfe. So, Kolonisten. Okay, es geht wieder leicht nach oben, aber das ist okay. Ne? Also das ist jetzt ein Wachstum, mit dem wir leben können. Beziehungsweise müssen wir natürlich jetzt aufpassen. Tendenziell sollten wir vielleicht sogar noch weitere Kuppeln wieder das Vögeln erlauben. Weil natürlich arbeitslos. Weil natürlich irgendwann die Kolonisten sterben. Wir wissen das ja. So, tatsächlich brauchen wir hier. Ich baue mal Spielplatz und einen Kindergarten hier rein. Weil die Leute hier natürlich auch... Hier kriegen sie Kinder. Und ein kleiner. So. Schule wäre auch noch eine Überlegung. Ja, wir brauchen Geologen. Und ich verstehe ehrlich gesagt... Bilden die nur aus in den, zu den Kuppeln, zu denen sie eine Verbindung haben? Warum befürchte ich, dass das so ist? Weil hier sind... Oder die müssen da noch... Ach nee, da kommen sie. Wir haben noch Geologen. Okay. Also, die müssen bloß hintransportiert werden. Also 1700 Nahrungsmittel. Also haben wir schon wieder alles weggeforscht? Ach, krass. Krass. So, hier, die sind jetzt alle am Arbeiten. Und das Ding ist ja jetzt eigentlich auch hier am Arbeiten. Scheint aber nahrungsmitteltechnisch immer noch nicht auszureichen. Jo. Hier wohnt keine Sau drin, ne? So, hier. Wir bauen einfach noch eine Farm hin. Okay. Ja, Nahrungsmittel, ich weiß. Just kidding, Joe. Football is okay. Ich bin ja schon dabei, dagegen zu steuern, aber es reicht wohl noch nicht. Jetzt könnten wir mal überlegen, ob wir noch eine weitere Farm hier irgendwo hinpflanzen. Also, Quatsch, eine Ranch. Guck mal hier. We have a delivery on the space elevator. So. Außenrange. Die wird auch direkt angefangen zu bauen. Das ist gut. Okay, also Nahrungsmittel sind aktuell so ein bisschen die große Schwierigkeit, um die wir uns kümmern müssen. Ist die Rakete eigentlich schon wieder da? Wo ist denn die gerade? Wo ist unsere Rakete? Ach, hier. Ach, die ist gerade losgeflogen. Okay, wir müssen mal hier die ganzen Kuppeln. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. So, hier die Ranch. Braucht noch Strom.
Wir machen mal Kühe, Strauße und Schweine. Und was wir auch machen können, ist eigentlich so eine Indoor-Ranch. Einfach mal um zu gucken, wie die aussieht. So. So, hier nur bitte Botaniker. Botaniker. Das ist ein beschissenes Wort. So. So, und die Ranch. Und was ich eigentlich gucken wollte, ist hier oben. Lol. Ach, die sind noch mit beschäftigt. Ja, hier, das Ding kann nicht arbeiten, weil wir keinen. Wenn das Rohr nicht angeschossen werden kann. Rohr. So, mal ein paar mehr Drohnen, dass die das Zeug hier abtransportieren. Beziehungsweise hier damit helfen. Das scheint ganz schön Aufwand zu sein. So, wie ist hier die Lage in der Kuppel? Eigentlich ganz gut. Fehlende Servicegebäude einkaufen. Okay. Dann, kriegen sie noch ein Lebensmittelgeschäft. Und sie kriegen ein... Elektronik, Kunstladen. Hm, kann mich nicht entscheiden. Aber vielleicht reicht ja auch schon das... Sozial, Spielen, Essen, Entspannung. Guck mal hier. Hier ist witzigerweise auch genug Nahrung vorhanden. So, und hier oben sind sie noch dabei. 65%, das dauert noch ein bisschen. Wir könnten aber das Ganze beschleunigen, indem wir hier einfach mal einen Haufen Drohnen mit reinpacken. Und wir haben es ja eh, deswegen können wir hier auch einfach... Mehr Drohnenblaupausen. Die Ranch ist fertig. Ach, guck mal, hier können wir jetzt. So, Pute. Gänse brauchen eine Menge Wasser und brauchen mehr Zeit, um fett zu werden. Sind aber eine sehr gute Nahrungsquelle. Okay, dann machen wir einfach so eine Kombination. Kaninchen. Ach, komm, wir machen einmal Pute, zweimal Gänse. Damit ein bisschen Abwechslung auf den Tisch kommt. Und solange wir immer noch forschen können und dafür Geld bekommen, ist das ja alles entspannt. Und wir haben ja jetzt schon ein bisschen was für die Nahrungsmittel-Sache getan. Ne? So ist es nicht. So, die Maschinenteile werden auch wieder verteilt hier. Das hat funktioniert. Das ist super. Und hier Upgrade, Schichten auf. Dann kriegen die auch noch ein entsprechendes Lager für Edelmetalle. Hier. Und hier noch ein entsprechendes Lager für Metall. Und jetzt gucken wir mal. Boah, nochmal. Krass. Jetzt bräuchte ich fast noch mal eine Rakete hier. Rakete, Rakete. Ah, die schicken wir gleich mal. Holen wir uns einfach ein bisschen Nahrung mit der Rakete. Und dann können wir die noch mit benutzen. So. Wir gucken nochmal nach, wie jetzt sich die. Oh ja, es geht gleich wieder nach oben. Seht ihr das? 2452, 2495. Ich weiß halt nicht, wie groß der Drop sein wird, wenn die auf einmal wieder alle anfangen abzunippeln. Aber wir schränken das wieder mal ein bisschen ein. Wir hatten jetzt, glaube ich, die hier und die ist auch, nee, die nicht, aber die hier oben, ne? Die hier kann halt auch Kinder kriegen. Und tatsächlich sind jetzt eher schon wieder Obdachlose am Start. Ach, das gefällt mir doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hört mal auf, Kinder zu kriegen hier. Da muss man echt so eine gute Balance finden. Zwischen dem Ganzen. Das hier ist verboten. Und hier auch. Wobei hier sogar noch Platz wäre, ne? Guck mal, 370 von 424. Und hier auch noch mal ein bisschen Platz. So, und die sind alle, genau.
Wir machen jetzt 900 Strom. Ich weiß nicht, wo wir vorhin diesen Strommangel her hatten. Ist mir nicht ganz klar. Okay, hier oben sind sie fertig. Zumindest vorerst, bis wir das nächste Projekt hier anstoßen. Und zwar... Zack. Jungs, macht mal bitte weiter. Die Drohnen dürften jetzt auch wieder mit voll am Start sein. Ja. Das geht dank den Drohnen relativ zügig. Ich will auch gar nicht alles hier einbetonieren oder einebnen, sondern ich will eigentlich bloß hier den Durchgang schaffen, dass wir hier mit den Rohren lang können. Und dann ist das eigentlich alles gechillt. So, hier arbeiten. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall Geologen. Wir gucken mal in die Universität rein. Aber die, ich baue jetzt mal einfach zum Testen hier oben eine Universität. Jetzt muss ich gerade mal hier, ne? Universität. Vielleicht ist die Universität wirklich bloß dafür zuständig, für den, für das Netzwerk an Kuppeln. Und nicht global. Und das kann natürlich sein. Wäre ein bisschen blöd, aber ist dann halt so. Resources are low. Ja, Nahrung. Ey, krass, da haben wir hier halt schon auf jeden Fall gut nachgelegt, was Nahrung angeht. Und trotzdem haben wir ein Nahrungsmittelproblem. Die Frage ist, wo könnten wir denn zum Beispiel noch so ein... Research complete. Ne, das war wieder hier. Ach Mist. Das war wieder hier, ne? Drohnen als Nahrungsmittel gerne, okay. I'm Kim of the Red Frontier. The channel to choose if you don't want the blues. So. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Ah, können wir von hier holen. Und Strom brauchen die auch. So, die Rakete ist da. Die bringt Nahrungsmittel. Welches Gebäude funktioniert nicht? Hier, weil uns da Elektronikteile fehlen. Lasst mich mal raten. Mit den Elektronikteilen haben wir das gleiche Problem wie mit den... Wo ist das Elektronikteile-Lager? Haben wir scheinbar gar nicht so ein großes. Aber was mir auffällt, sind Polymere, haben wir wahrscheinlich genau das gleiche Problem. So, wir machen mal hier ein Polymerlager auf. Und wir machen auch mal ein Elektronikteile-Lager hier auf. So, die Rakete wird entladen. Und geht dann auf... Ach, guck mal, jetzt ist hier voll die Action. Haben wir eigentlich mittlerweile alle Upgrades hier drin? Ja. Das mit den Erdbeben ist komisch und nervig. So, hier. Kartoffeln. Deckungspflanzen, Kartoffeln. Er hier, ach du Gott, Gras, Bäume, Mischwald. Ich hab komplett vergessen den Typen dort. So, ah, schau mal einer an, jetzt ist es voll. Aber die Universität hat auch nichts zu tun. Naja, gut, okay. So, 152 Leuten, das ist doch super.
jeden Fall haben wir hier oben noch Potenzial, uns auszubreiten. Und vor allen Dingen können wir eigentlich Metallextraktor einfach noch so ein zweites Ding hier hinklatschen. Einfach weil wir es können. Minus 6 Wasser. Ehrlich jetzt? Oh, tatsächlich. Weil. Warum eigentlich? Ich vermute mal durch die ganzen Farmen. So, dann müssen wir uns aber jetzt mal ein bisschen sputen hier, weil dann geht uns irgendwann das Wasser nämlich aus. So, können wir jetzt eventuell hier schon. Nee, können wir noch nicht. Ach, ärgerlich. Witzigerweise helfen die jetzt hier die Drohnen. Na doch, ein paar helfen mit, aber nicht alle. Jetzt. Scheinbar dauert das am ersten ein bisschen. Aber jetzt geht voll die Action ab hier. Minus 6 Wasser. Na gut, wir könnten natürlich jetzt vorübergehend mal hier wieder einfach 2 einschalten. Oder 3. Damit dürften wir, was Wasser angeht, wieder auf einen vernünftigen Niveau kommen. Jetzt, was ich mich auch mal interessiere, ist Treibstoff. Okay, Treibstoff geht nach oben. Kein Problem. Okay, die sind fertig jetzt hier. Jetzt gucken wir noch mal, ob wir jetzt hier. Oh, nee, das kleine Zipfelchen da hat er halt nicht mitgemacht. Resources are low. Resources are low. Immer noch Nahrungsmittel. Das ist echt krass. Also wir sind im Moment seit eigentlich 2 Folgen. 3 Folgen eigentlich. Damit beschäftigt, Nahrungsmittel zu importieren. Und es ist ja nicht so, als dass wir hier hätten dagegen gesteuert. Wir haben 2. Also eigentlich in der Folge vor letzte Woche irgendwann haben wir ja links, also hier drüben, noch eine große Farm gebaut. Die hier. Dann haben wir die große Farm gebaut. Ich glaube, die hier auch. Also eigentlich. Und dann die hier oben jetzt gerade noch. Gut, die ist jetzt gerade erst angelaufen. Und wir haben hier diese Kuppel vollgeklatscht mit, auch nochmal mit lokalen Farmen. Wir haben eine Außenrange gebaut, wir haben eine Innenrange gebaut. Und es ist immer noch so, dass, also vielleicht dauert das eine Weile, bis das wirklich greift. Aber im Moment fühlt es sich nicht nach an. So, hier Upgrade und bitte mal hier aufmachen. Jetzt nur mal gucken, was hier die. Nö, wir haben scheinbar genug Geologen. Auch hier ist die Universität nicht gewillt, da einzugreifen. Und die hier unten, dann nehme ich mal an, auch nicht. Okay, dann ist die Universität hier oben ziemlich überflüssig im Moment, aber egal. So, jetzt hier. Können wir jetzt hier die Rohre bauen? Rohre. Ja. Jetzt können wir die Rohre bauen. Das Ding kriegt das Upgrade. Wir bauen einen weiteren Extraktor. Warte mal, wir bauen den erstmal hier hin. Dann wissen wir nämlich genau, was wir hier noch hinbauen können. So, der kriegt auch Rohre. Die gehen aber einfach von hier drüben dran. Das ist kürzer, definitiv. Der wird auch direkt gebaut, das geht schnell. Dann kriegt der das Upgrade. Oh, nee. Also hier ist die Kuppel irgendwie. Einkaufen, spielen, sozialen Entspannung. Krass. Okay, wir machen das mal anders. Warte mal, die haben zwar hier schon einen großen Garten. Wir bauen mal noch einen. Und wir bauen mal hier drüben noch eine Bar. Hier wohnen jetzt zwar kaum. Okay, ja doch. Also das eine Gebäude ist leer, aber
Vielleicht gehen die dann da drüben in die Bar. So. Zack. So, das Ding hier wird gebaut. Sehr gut. Und dann können wir nämlich hier wieder die Teile ausschalten. Wie viel Wasser ist hier noch drin? Das ist gleich leer. Gut, das heißt, wir müssen hier oben auf jeden Fall nachlegen. Wasserextraktor, das heißt, wir bauen hier noch ein. Was für eine Konstruktion an Rohren, ey. Krasser Scheiß. So. Upgrade. Und wir bauen... Na. Ah ja, perfekt. Das ist super. Hier noch ein. Damit dürfte das Thema Wasser erstmal wieder auf sicheren Füßen stehen. Das Upgrade kriegt er natürlich auch noch. Und was wir auch machen können, damit wir noch ein bisschen sicherer sind bei dem ganzen Thema. Wir bauen mal hier noch einen großen Wassertank. Und vor allen Dingen, jetzt muss ich mal kurz gucken. Sauerstoff, wie sieht's denn da aus? Einfach eigentlich ganz gut, weil ja, wir machen immer noch eine ziemliche Überproduktion. Das heißt, wir können uns auch noch einen großen Sauerstofftank direkt hier daneben bauen. Einfach damit, falls was passiert, wir ein bisschen abgefedert sind, weil wir haben ja mittlerweile auch einiges an Kuppeln gebaut und wir haben im Moment, glaube ich, nur drei Sauerstoff und dreimal Wasser, ne? Wir haben hier einen Sauerstofftank, wir haben hier zweimal Wasser, wir haben hier einmal noch Wasser. Hier noch ein Sauerstofftank. Das sind also dreimal Wasser auf jeden Fall. Zweimal Sauerstoff. Hier ist nochmal Sauerstoff. Ja, also das ist auf jeden Fall gut. Ja. So, Vegetation verbreiten abgeschlossen. 85,9%. Geil. Das ist cool. Und die Frage ist, wie sieht es jetzt mit den Nahrungsmitteln und vor allen Dingen mit den Kolonisten aus? Es ist ein Stück nach oben gegangen. Ja, also wir haben nochmal fast 100 Leute dazu bekommen. Das ist echt krass. Also ich bin gespannt, wann jetzt wirklich mal die ersten anfangen mit Sterben und das dann wieder nach unten geht. Wenn das eintritt, muss man relativ schnell wieder gegensteuern. Und was mir leider ein bisschen fehlt, was ich ziemlich cool finden würde, das wäre so eine Alterspyramide. Also dass man einfach... Also vielleicht gibt es das ja... Nee. Gibt es sowas wie eine Alterspyramide, um zu sehen, wann ich damit rechnen muss, dass Leute, dass ein großer Anteil der Leute stirbt? Oh, was ist hier los? Chronisch krank, auf dem Mars geboren, melancholiker, religiös. Alter Falter. Nächste Kuppel, Filter zurücksetzen. Voll. Das ist kuppelabhängig. Schade. Ja, das ist echt schade, denn das wäre echt geil. So eine Alterspyramide wäre cool. Daran könnte man nämlich erkennen, wann jetzt, wie gesagt, man wieder die Geburtenkontrolle ausschalten muss. So, auch was ich auch mal noch nachgucken wollte, ist Metall. Ja, das geht wieder nach oben. Warum ist hier unsere Produktion hier auf einmal eingebrochen? Ach, ja, verstehe. Weiß ich, weil da der Metallextraktor hier unten dann das Vorkommen war dann aufgebraucht. Okay, wir haben hier noch ein Vorkommen. Das sind... Oh. Das sind 50.000. Krass. Jetzt mal blöd gefragt, habe ich noch mehr von solchen Vorkommen? Woran erkenne ich die? Das wäre gut, dass man die nochmal extra erkennen könnte, wie auch immer. Was ist mit dem Vorkommen hier? Ne, das ist auch ein kleines. Was ist mit denen hier oben? Ah ja, hier ist nochmal so ein 50.000 Vorkommen.
2000. Ja, okay, das bedeutet aber, dass wir hier auf jeden Fall erstmal von auf Gras wechseln. Bäume. Nee, halt. Bäume und Mischwald. Dass wir den See hier abreißen müssen, weil wir hier auf jeden Fall tendenziell definitiv noch eine Kuppel hinbauen müssen. Das Ding will ich abbauen. 50.000 Metall! Damit sind wir easy going auf der sicheren Seite für eine relativ lange Zeit. Also, okay. Nahrung geht weiter nach unten. Nahrung geht weiter nach unten. Gut, dann, machen wir hier jetzt wirklich eine Fresskuppel draus. So, die Rakete ist gelandet. Vielleicht gibt es eine Modification, die einem so eine also so eine Alterspyramide darstellt. Da muss ich gleich mal gucken. So, hier. Los geht's. Weil das wäre geil. So eine Alterspyramide, das wäre cool. So. Aber das kann ich eigentlich gleich mal machen, denn wir sind eh schon fast bei einer halben Stunde. Ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Wir sind wieder auf einem guten Weg. Nahrungsmittel ist ein Problem, aber wir können ja welche importieren. Von daher alles easy. Däumchen nach oben, Tipps in die Kommentare und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von Surviving Mars. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.